Ja, herzlich willkommen. Wie immer startet ein neuer Monat mit neuen Aktionen. Der März ist da. Ja, der März ist einer meiner Lieblingsmonate. Ich weiß jetzt nicht, sage ich das immer, aber ich liebe den März wirklich, weil der März ist für mich so, ach, da geht der Frühling los, da beginnt alles zu blühen, zu sprießen. Wenn du rausgehst in die Natur, es riecht einfach total gut. Und der März ist ja auch so bekanntlich, mittlerweile auch bei uns sehr bekannt, der Monat der Weiblichkeit, beziehungsweise haben wir ja am 8. März den Weltfrauentag. Daher steht auch die Promo in diesem Monat ganz im Zeichen der Weiblichkeit, würde ich fast sagen. Und ja, fast alle Geschenke sind so richtige ätherische Öle bzw. Produkte für die Frau. Natürlich können es die Männer auch verwenden, aber es ist schon sehr speziell ausgerichtet, so eben alles, was mit dem Weltfrauentag zu tun hat und eben rundherum, was halt einfach mit unserer Weiblichkeit zu tun hat. Und dann starte ich auch gleich los mit dem ersten Promo-Geschenk im März. Wie immer, du weißt es schon, dein erstes Geschenk bekommst du, wenn du im Treueprogramm bist und du mindestens 120 Punkte bestellst. Und diesmal ist dieses Geschenk wieder ja, ein bisschen speziell, möchte ich sagen. Und zwar bekommst du ein 5 ml Fenchel Plus Öl. Und Fenchel ist für mich ein ganz spezieller Duft, möchte ich fast sagen. Wenn ich das Flascherl aufmache und dran rieche, muss ich gestehen, erinnert es mich total an meine Kindheit. Nämlich, als ich so 12, 14 war, ich glaube, ich war circa 14, als bei mir der Zyklus, mein erster Zyklus begonnen hat. Und was ist, wenn in der Pubertät, was passiert meistens, wenn in der Pubertät der erste Zyklus beginnt? Das hat mit unfassbaren Bauchschmerzen zu tun. Was gab mir meine Mutter? Fencheltee in Massen damals. Da, liebes Kind, trink Fencheltee. Und tatsächlich, der Fencheltee unterstützt und hilft natürlich unglaublich bei all diesen Menstruationsproblemen, bei diesen Menstruations, ich würde mal sagen, ja, Schmerzen, die man hat, gerade am Anfang. Aber er unterstützt dich auch unglaublich dann in der Menopause, in der Menophase, also dann, wenn du älter wirst, so wie es jetzt mittlerweile bei mir auch der Fall ist, und das Ganze geht wieder in die andere Richtung. Und da ist natürlich auch Fenchel Plus ein unglaubliches Hilfsmittel, das du auch verwenden kannst, das natürlich ein ganz ein tolles Öl ist, gerade auch in der Küche, weil es auch ein super Gewürzöl ist. Also der Fenchel ist so ein, ja, ein Öl, das du in so vielen Bereichen einsetzen kannst, natürlich bei Speisen. Alleine der Duft, also wie gesagt, bei mir kommt immer diese Erinnerung hoch, aber der Duft ist ein sehr, sehr intensiver, aber auch ein sehr angenehmer, feiner Gewürzduft. Also einfach da auch, ja, beginnen deine Speisen damit zu würzen. Gerade auch gut zum Beispiel bei Fischspeisen oder was auch immer. Ja, da probier einfach. Es gibt auch mittlerweile ganz, ganz viele Rezepte. Da gibt es auch eben das Rezeptbuch mit den Plusölen von Young Living. Gibt es ein ganz ein dickes Rezeptbuch. Das werden wir vielleicht auch unten in der Beschreibung noch einmal verlinken, weil da findest du mit allen Plusölen von Young Living großartige Rezepte und ätherischen Öle, Zimt zum Kochen, absolut einzigartig. Ja, das so viel zum Fenchel Plus. Also als Geschenk bei einer Bestellung im Treueprogramm bei 120 Punkten dabei. Ja, dann sind wir schon wieder bei 190 Punkten. Das heißt, wie immer, du bestellst um mindestens 190 Punkte, bist im Treueprogramm, bekommst du das Fenchel dazu. Wenn du nicht im Treueprogramm bist und eine normale Bestellung um mindestens 190 Punkte machst, dann bekommst du das Palmarosa. Palmarosa ist ein, meiner Meinung nach, ein sehr spezielles Öl, wird auch, ja, wird leicht, ich möchte jetzt nicht sagen unterschätzt, aber ist ein Öl, das jetzt nicht so bekannt ist. Für mich ist es so vergleichbar mit Geranium, witzigerweise. Es gab eine Zeit lang bei uns Geranium nicht, da kam dann das Palmarosa auf. Es ist vom Geruch her relativ ähnlich.
wie das Geraniumöl. Es wird auch das indische Geranium genannt. Interessanterweise, es hat einen sehr hohen Geraniolanteil, stammt aber, ist eine Art des Zitronengrases. Also du kannst es verwenden in der Kosmetik. Ich finde es ein sehr angenehmes Kosmetiköl. Da ist natürlich wiederum aufgrund des hohen Geraniumanteils und natürlich, wenn du jetzt gleich mal in deinem Kopf Zitronengras hast, und Zitronengras ist ja auch eher ein Öl, das ein bisschen intensiver ist, probier es immer einfach vorher aus, ob du es vertragst. Ich vertrage es total gut. Ich liebe es auch auf der Haut. Was ich sehr, sehr gerne mache mit Palmarosaöl, sind auch Masken. Hier wiederum, Maskenrezepte gebe ich euch ja sehr, sehr gerne weiter. Hier wiederum eben mit der grünen Tonerde zum Beispiel, mit ein bisschen Lavendelhydrolat dazu, einfach einen guten Brei rühren und 2-3 Tropfen oder fangen mal klein an, vielleicht nur 2 Tropfen Palmarosaöl dazu, ist wirklich eine ganz herrliche, angenehme, feine Gesichtsmaske, die ein bisschen glättend ist, die sehr gut unterstützend ist, auch bei der reiferen Haut. Also es ist bei beidem, ja, du kannst es wirklich schon bei der Mischhaut verwenden, für die reifere Haut verwenden, aber auch für die jüngere Haut. Also ich finde, das ist so ein Allround-Öl, das man bei ganz, ganz vielen Sachen verwenden kann. Es hat auch einen eher eben intensiveren Duft, deshalb eignet sich es auch sehr gut, eben auch um die Luft zu erfrischen und auch als ein sehr gutes, meiner Meinung nach, als ein sehr gutes Parfümöl, Duftöl. Der Duft ist ein bisschen für manche gewöhnungsbedürftig. Wie gesagt, ich mag ihn total gern, weil es so eine gewisse Frische hat. Also da wieder, wenn du es in Verbindung setzt mit dem Zitronengras, du riechst diese Frische schon auch raus bei dem Öl. Also es ist meiner Meinung nach wirklich ein ganz, ganz feines Öl, das man wirklich ausprobieren sollte. Auch jetzt in Verbindung mit einer Bodylotion oder zum Beispiel in der Früh so bei einer erfrischenden Dusche, gibst dir in dein Duschgel rein, gibst dir in deine Bodylotion rein. Du wirst merken, es bringt so ein wirklich ein sehr, sehr angenehmes, frisches Gefühl hinein. Ja, und unterstützt dich da auch eben auch auf ganz vielen Ebenen. Weiter geht's mit einer Bestellung von mindestens 250 Punkten. Jetzt kommen die nächsten Geschenke. Ja, ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll. Ich beginne vielleicht damit. Vanille Kokosnuss Body Butter. Ich liebe sie. Ich liebe sie wirklich. Sie steht bei mir auch neben meinem Nachtkastel. Nein, sie steht überall. Sie steht bei mir im Wohnzimmer, auf dem Wohnzimmertisch und neben meinem Nachtkästchen. Gerade im Winter oder jetzt, wo der Übergang vom Winter zum Frühling ist, da ist wirklich diese Body Butter meiner Meinung nach so, so hilfreich, weil wir kommen jetzt von dieser trockenen, sehr trockenen Zeit. Also das ist bei mir so Ende des Winters, beginnt bei mir wirklich meine Haut immer extrem trocken zu werden. Sie beginnt juckend zu werden, sie beginnt schuppend zu werden, ja, all diese Dinge. Und da ist die Body Butter ein Traum. Erstens mal riecht sie super erfrischend, ist total angenehm. Was ich auch noch mache, weil viele sagen immer wieder, ah, das ist mir viel zu fett und das zieht nicht ein und funktioniert bei mir nicht. Was ich total gern mache, ich mische die Body Butter auch ganz gern noch einmal mit der Body Lotion. Also ich nehme sehr gern die Genesis Hand & Body Lotion oder eben die Lavendel Hand & Body Lotion und mische sie mit der Kokosnuss Limettenbutter. Sie riecht auch total gut, ich mag sie total gern. Also wenn es deine eigene ist und es fährt sonst niemand anderer hinein, dann kannst du ruhig mit deinen Fingern reingehen. Wenn die ganze Familie sie verwendet, dann würde ich auf jeden Fall mit einer Spatel arbeiten. Ja, vermisch sie, weil sobald du sie auf die Hand gibst, auch noch ganz wichtig, löst sich's auf, wird natürlich weich und wird dadurch total, man sieht es dann eh, glänzend und fettig. Wenn du jetzt ein bisschen eine Körperlotion dazu gibst, dann ist sie nicht so stark fettend und zieht durch die Kombination mit der Körperlotion auch ein bisschen besser ein. Ich nehme sie total gern für die Hände. Ich nehme sie total gern auch, wie gesagt, jetzt in der Übergangszeit für meine kompletten trockenen Hautstellen, sei es jetzt eben die Beine, sei es der Rücken. Der Rücken ist da speziell trocken immer.
und für die Stellen auch die Fersen zum Beispiel. Gerade im Winter leiden unsere Fersen sehr, die werden spröde, die werden rissig und da nehme ich total gerne die Bodybutter und schmiere mich ein am Abend vorm Schlafengehen, relativ dick sogar, muss ich sagen, ziehe mir dann Socken drüber an und gehe dann so schlafen und ich merke dann richtig in der Früh, ja, wie schön, wie angenehm dann eben auch meine Fersen sind. Also viele Menschen leiden sogar darunter, dass die Fersen dann aufspringen, teilweise blutig werden. Und da kannst du wirklich mit der Bodybutter total gut vorbeugen. Also Geschenk bei 250 Punkten. Und jetzt gibt es noch ein Geschenk bei 250 Punkten. Das Teebaumöl. Das Teebaumöl darf meiner Meinung nach Achtung, ganz wichtig, du bekommst sogar ein 15 Milliliter Flasche Teebaumöl geschenkt. Ja? Das ist, finde ich, auch nochmal ganz, ganz toll. Teebaumöl darf meiner Meinung nach in keinem Haushalt fehlen, weil das ist so ein absoluter Allrounder für alles. Für definitiv alles. Es ist vielleicht nicht der Geruch, der sehr angenehm ist, weil es doch einen sehr, sehr, sehr intensiven Geruch hat. Aber es ist wirklich ein Öl, das dich auf so vielen Ebenen unterstützt. Ja? Und wenn wir jetzt nur von der Hautanwendung zum Beispiel sprechen, dann ist es, also ich habe es meinen Kindern gegeben, wie sie so wirklich in der Pubertätsphase waren. Da haben sie mich teilweise, ich will jetzt nicht sagen gehasst, aber sie haben dann immer gesagt, Mama, das stinkt so. Ja, es riecht nicht gut, ja. Aber es ist ein Öl, das einfach wirklich sehr unterstützend ist, wenn man in der Pubertät einfach mit unter dieser Akne leidet. Ja, also da ist einfach Teebaumöl das Öl, das hier sehr, sehr unterstützend wirkt. Und das kann man auch punktuell auftragen. Also das habe ich bei meinen Kindern auch oft gemacht, wenn dann wirklich im Gesicht einfach so ein Riesenteil hochkommt, das so ein bisschen dann sich schön langsam auch verfärbt, dann bin ich wirklich hergegangen und habe gesagt, so nimm dir einen Tropfen und gib es wirklich auch punktuell drauf. Und man kann richtig zuschauen, wie wirklich da das Teebaumöl sehr, sehr unterstützend wirkt. Und es ist noch auf so vielen anderen Ebenen, hat es im Prinzip genau dieselbe Wirkung. Also Teebaumöl ist so ein Allrounder, dass du einfach so, dass auch gerade wenn du Kinder zu Hause hast, definitiv in keinem Haushalt fehlen darf. Ja, dann sind wir auch schon wieder bei 350 Punkten. Du bestellst um mindestens 350 Punkte, bekommst all dieses hier. Und noch ein weiteres sehr wertvolles Öl dazu, nämlich Sclerescence. Sclerescence ist auch, ich würde mal sagen, ja, ein sehr weibliches Öl, unterstützt unsere weiblichen Zyklus sehr, sehr gut. Da ist zum Beispiel auch Fenchel wiederum drinnen und da ist Salbei drinnen, da ist Muscatella-Salbei drinnen, da ist auch noch die Pfefferminze drinnen. Also es unterstützt dich da auch sehr gut, um in die Klarheit zu kommen. Das ist die eine Wirkung, indem du wirklich auch dir das Öl nimmst, gut dran riechst und du wirst sehen, wie dein Geist auch sehr klar wird. Aber unter anderem auch unterstützt dich eben in deinem Zyklus sehr gut. In deinen Zyklusphasen kannst du es auch ganz gut verwenden, indem du dir ein Bad machst und einige Tropfen in dein Badewasser dazu nimmst. Gerade auch wenn wir Frauen eben in die Menopause kommen, ist das ein wundervolles Öl. Natürlich auch durch den Muscatella-Salbe, durch den Salbe, durch den Fenchel. Also sind ja alles Öle, die einfach uns sehr hier bei unserem weiblichen Zyklus da wirklich sehr gut unterstützen. Und es ist auch ein gutes Hautpflegeöl, also da wiederum auch in Kombination mit der Bodylotion. Also Sclerescence mag ich auch vom Duft sehr, sehr gerne und nehme es mir auch da sehr gerne auch als Alltagsduft. Und ja, um wirklich auch sehr oft eben gerade durch die Pfefferminze in diese Klarheit zu kommen und der Salbei, also es sind ja wirklich diese Gewürzöle drinnen, die nochmal deinen Geist auch erhellen. Also Sclerescence, ein ganz, ein wertvolles weibliches Öl.
Ja, weiter geht's wie immer. Du bestellst um mindestens 400 Punkte, bekommst all diese Geschenke plus die Lieferung ist auch dann noch gratis. Also lohnt sich dann schon. Und dann kommt wie immer das Sahnehäubchen bei einer Bestellung von mindestens 450 Punkten. Kommt dann meistens noch so ein ganz, ganz spezielles Öl obendrauf. Und diesmal ist es das Öl One Purpose. Und das ist ein Öl aus der Serie von den drei One-Ölen. One Heart, One Voice und One Purpose. Und alle drei Öle kommen einem ganz bestimmten Zweck zugute, nämlich der Foundation. Das heißt, 35% der Einnahmen aus dem Verkauf dieser Öle gehen immer auch an die Foundation. Und es werden weltweit wundervolle Frauenprojekte unterstützt. Und ja, und gerade im, würde ich jetzt mal sagen, im Monat des Weltfrauentags ist das nochmal ein ganz, ganz wertvolles Geschenk und ein sehr, sehr wertvolles Öl. One Purpose hat auch tolle Inhaltsstoffe und ich finde, der Name ist schon so schön. Ja? Es geht um deine Ziele, es geht um deinen Sinn, es geht darum, was du in deinem Leben erreichen möchtest und das kannst du definitiv mit diesem Öl unterstützen. Hier ist die Ölmischung Valor drinnen, plus auch noch andere wertvolle Öle. Es ist noch der heilige Weihrauch drinnen, es ist Ylang Ylang drinnen und es ist zum Beispiel auch noch die Limette drinnen. Also es ist so eine Kombination eben ja, zwischen ganz feinen Ölen, aber auch eher intensiveren Ölen. Und ich liebe den Geruch von diesem Öl. Es kommt natürlich Valor sehr, sehr stark durch, weil worum geht es wiederum bei Valor? Und da ist jetzt die Kombination so schön. Ja? Hab Mut voranzugehen, hab Mut, den nächsten Schritt zu gehen, deine Ziele zu erreichen und finde den Sinn in deinem Leben. Ja? Und du kannst das Öl wirklich verwenden als deinen täglichen Begleiter, wenn du dich echt auf diesen Weg machst, deine Ziele zu verfolgen. Wenn du wirklich sagst, so, ich bin jetzt bereit, den nächsten Schritt zu gehen, nimm es dir wirklich als täglichen Begleiter, nimm dir immer einen Tropfen, verreib's, inhalier's oder verwende es auch wirklich als Parfum, als tägliches Parfum, dass du so wirklich auch es spürst, hey, ja, ich habe die Kraft, dorthin zu gehen, ich habe den Mut, dorthin zu gehen, ich habe wirklich, ja, ich gehe den nächsten Schritt und da unterstützt dich wirklich One Purpose sehr gut, weil und Purpose heißt ja auch so, steht mehr oder weniger für Sinn, also finde den Sinn in deinem Leben. Und ja, gerade jetzt auch im März, wo es der Frühling kommt, wir wieder so viele neue Ideen haben, wir offen werden für neue Sachen, ist dieses Öl so ein unglaublich wertvoller Begleiter. Ich mag es total. Es ist auch, wenn man zum Beispiel eine Feelings, mit dem Feelings Set eine Kur macht, ist One Purpose auch noch dieses siebte Öl, das ich da auch nochmal begleiten kann. Ja? Also wenn du das zum Beispiel jetzt im März vorhast, weil jetzt ist ja auch zum Beispiel das Feelings Set auch um 10% reduziert und wenn du sagst, okay, du möchtest jetzt wirklich beginnen auch mit dem Feeling Set zu arbeiten, nimm dir das One Purpose auf jeden Fall dazu und ergänze es eben mit dem Feeling Set. Also ja, da bist du definitiv sehr, sehr gut unterstützt jetzt im März mit all diesen Ölen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß. Ich wünsche dir einen wundervollen März, einen tollen Frühlingsbeginn und wir sehen uns bald wieder.